Nö, wieder am Start, oder? Heute wieder voll am Start. Mal sehen, ob heute was geht, ha? So, Sensory Overload. Ich habe zum Glück nicht so das Problem, dass ich jetzt so vom Social Media, Handykonsum so überstimuliert bin, wie vielleicht viele andere Leute, weil ich es meistens vermeide, was dann manchmal die Freundin oder die Mama ein bisschen auf die Palme bringen kann. Ich habe eher so das Problem, dass ich mich nicht so leicht tue, so auf den jetzigen Moment zu fokussieren. Ja, weil ich irgendwie immer ganz viele Gedanken, Ideen, Reize irgendwie gleichzeitig im Kopf habe, versuche die zu verarbeiten. Und ja, war irgendwie für mich immer schon wichtig, so produktiv zu sein den ganzen Tag und irgendwie das Beste aus dem Tag zu machen. Und dementsprechend lade ich mir halt da immer ein ziemlich großes Programm auf und mache dann auch viel gleichzeitig und dadurch irgendwie bin ich dann nicht so präsent manchmal vom Kopf her in dem Moment selber. Und ja, das führt bei mir dann auch manchmal dazu, dass ich irgendwie so total überaktiviert bin, ja, so ein richtiger Zappel-Philipp halt. Und ja, fällt mir dann schwer, dass ich so richtig Ruhe finde, beziehungsweise auch Gefallen an der Ruhe finde. Fällt mir einfach ziemlich schwer, mich da so zu entspannen und so viele Sachen, die für andere Leute irgendwie schön sind, einfach mal länger im Bett liegen bleiben, ein bisschen chillen, ein bisschen auf der Couch rumliegen, am Handy strahlen, das stresst mich dann eher ziemlich. Der gute Morgen macht den Tag, ne? Wir haben keinen Fernseher. Das kennst du schon, nicht zu alt, gell? Naja, also so jung bist du dann doch nicht, oder? Nee. Einfach wenn wir irgendwas beginnen sollen. Ja, also wir sind eigentlich ready. Wir sind ready to go. Ja. Gut. Ja, Wetter sieht ja doch ein bisschen besser aus, als wir gedacht haben. Geplant für heute ist jetzt mal das Lazy Ass Couloir. Wenn wir ja die faulen Säue sind, oder? Die Freerider, die faulen. Ja gut, würde ich sagen, lass mal in dem Fall, ha? Plan B, ha? Wir haben dann eben selber noch ein ECT gemacht, um uns dann selber die Schneebedingungen vor Ort nochmal anzuschauen, weil es dann doch kleinräumig ziemlich große Unterschiede da in der Schneedecke gibt. Und ja, wir hatten zwar echt ein gutes Gefühl eigentlich beim Hochlaufen, so vom Schnee her hat sich total fest angefühlt und gut zum Gehen. Wir haben dann am Rand eben an der sicheren Stelle da noch ein ECT gemacht und da haben wir schon beim Freilegen vom Block eigentlich gemerkt, dass da hatten wir so Probleme mit so einer Eisschicht, durch die sind wir nicht richtig durchgekommen und auf der hatte sich dann auch beim ECT eigentlich so ein, beim 19. Schlag so ein 60 cm mächtiges Brett abgelöst und ja, das war dann auf jeden Fall ein klares Zeichen für uns zum Umdrehen, aber ja, wir hatten dann zum Glück noch einen Plan B für den Tag. Thank you.
Das ist mal dreckig, ha? Was, cool? Ja. So. Ja, Plan B jetzt. Plan A leider nichts geworden mit unserem Couloir. Leider zu gefährlich. Aber wir haben hier einen ganz coolen Wald. Direkt am Meer. Und werden jetzt einfach hier ein paar Fahrten machen. Ja, mal schauen, was so geht. Was mir da hilft mit der so Überaktivierung, ist eigentlich so die Zeit am Berg. Ja, weil ich das Gefühl habe, so bei steilen Rinnen, wenn ich die befahre, oder auch beim Hochgehen oder beim Gratklettern, das muss ich einfach so konzentriert sein, so fokussiert sein. Und da nehme ich einfach alles total bewusst wahr und habe gar keine ablenkenden Gedanken irgendwie. Sprich, ja, ich denke nicht noch an 5 andere Sachen gleichzeitig, wie es halt sonst oft ist. Und ja, deshalb mache ich das halt total gern. Ja, aber schlussendlich ist es halt dann trotzdem irgendwie das Wichtigste, dass man halt am Ende des Tages wieder sicher nach Hause kommt. Und ja, wenn halt dann der Berg Nein sagt und die Bedingungen halt nicht passen, dann ist es halt so, muss man halt dann einfach so hinnehmen und dann das Beste draus machen. Und man muss ja auch sagen, es ist ja immer noch ein wunderschöner Tag, wenn man einfach mit den besten Freunden draußen sein kann. Hier in Norwegen und einen schönen Skitag miteinander verbringen darf. Stark, hä? Hä? Ganz schön stark.
heißt wieder, der Explorer kann keine Kickturns. Drei, zwei, eins, drop! Schwingt es für euch, wenn ich nochmal hochgehe und die zweite auch noch fahre? Eilig, aber vergiss es nicht auf den Haus, schwingt es. Passt gut. Puh.